Das Wetter in der Woche diesmal für Greta. Also ich habe das genannt, Gretas Zopf und Hitlers Kinder. Sie glauben gar nicht, wie viele junge Mädchen weltweit sich diesen Zopf von dieser Greta Thunberg antun jetzt. Also es gibt sogar Start-up-Unternehmen, die jetzt die Zöpfe von der Greta vermarkten, nicht? Die Leute regen sich tierisch auf, verstehen Sie? Dabei wird völlig vergessen, wir haben doch noch in unserer Jugend, der Winfried oder ich jetzt mit meinem Che Guevara-T-Shirt oder so oder manche mit Hitlerbärtchen, jeder hat sich halt so sein Ding zurechtgelegt in seiner Jugend. Die Sarah ist als Gammlerin gegangen zum Beispiel, können Sie sich jetzt nicht vorstellen. Aber es war eben alles, man hat die Vorbilder sozusagen nachgemacht. Marx, Engels, Lenin, Mao Zedong, das haben wir, also das war jetzt natürlich Warsum oder Ho-Ho-Hoche, das war spaßig, das war jetzt nicht im Ernst gemeint. Wir sind ja jetzt auch eben, wie ich gesagt habe, jetzt haben wir eben dieses Start-up-Unternehmen, wir vermarkten alles, was sozusagen nicht nied- und nagelfest ist. Ich sage immer, man muss der Jugend auch ein gewisses, die lassen sich heute alle impfen, das ist überhaupt keine Frage, lassen sich impfen, sind trinkfest, anders als wir. Wir sind doch schon nach der ersten halben aus den Latschen gekippt damals. Heute ist überhaupt kein Problem. 5, 6, 8 halbe, überhaupt nicht. Und dann mal mit dem Bier. Nein, ich bin überhaupt kein Freund von Randalen. Ich nehme Sie an, jetzt, ich bin für Aufklärung. Sexuelle Aufklärung, politische Aufklärung. Was muss, das muss. Nicht? Es geht doch nicht an. Nicht? Wir haben jetzt beispielsweise 80 Jahre... Vor 80 Jahren haben wir die Sowjetunion überfallen. Nicht? Ich habe jetzt heute in der Stuttgarter Zeitung gelesen, das waren gar nicht wir, das war Hitler. Hitlers Feldzug gegen die Sowjetunion. Ich habe immer gedacht, mein Vater sei dabei gewesen und so ein Scheiße gedacht. Nicht? Die eigene Familie, vielleicht sogar der Großvater. Nicht? Und die Nazis sagen ja auch, mein Großvater war kein Verbrecher. Es war Hitler und der Hitler war Österreicher. Nicht? Man muss sich das mal vorstellen. Nicht? Jetzt sage ich mal so, der Stalin, ein schlauer Hund, Kommunist, aber schlauer Hund, der hat ja mit dem Hitler einen Pakt gemacht und hat ihn in diesen Krieg hineingelockt. Ne? Gut, wir haben dann dem Stalin hat es nichts ausgemacht, dass die deutschen Kommunisten oder die Sozis, die Atheisten, Anarchisten, Judinnen und Juden, dass die im KZ waren. Da muss man irgendwo, es galt ja auch, die Sowjetunion zu retten, nicht wahr? Nicht? Und die eigenen Linken waren ja auch in Sibirien schon, das darf man auch nicht vergessen. Der war also nicht nur gegen die Deutschen oder so. Nicht? Also ich sage, Geschichte ist ganz, ganz furchtbar. Nicht? Aber wenn man so Hitlers Überfall auf die Sowjetunion, könnte man auch sagen, nicht? Die Sowjetunion gibt es ja gar nicht mehr. Sie ist trotzdem heute eingekesselt von der NATO. Nicht? Von der NATO. Aber natürlich aus gutem Grund. Nicht? Weiß man, was der Putin, weiß man das? Wissen Sie? Ja? Ja, wissen Sie? Nein? Nicht?